Willkommen bei Wordconomy. Das heutige Video behandelt die sogenannte optimale Nutzungsdauer. Die optimale Nutzungsdauer wird deshalb ermittelt, um feststellen zu können, bei welcher Nutzungsdauer der Kapitalwert eines Investitionsobjektes sein Maximum erreicht. Mit anderen Worten, wollen wir ermitteln, bei welcher Nutzungsdauer ein Investitionsobjekt den größten wirtschaftlichen Erfolg aufweist. Wir haben uns ein gebrauchtes Lieferfahrzeug für unseren Pizza-Lieferdienst angeschafft. Da es sich hierbei um ein sehr altes Modell handelt und wir wissen, dass wir das Investitionsobjekt nur einen begrenzten Zeitraum lang nutzen können, wollen wir nun die optimale Nutzungsdauer berechnen. Nach Ablauf der Nutzungsdauer soll das Lieferfahrzeug nicht ersetzt werden, sodass es sich um die Berechnung der optimalen Nutzungsdauer bei einmaliger Durchführung handelt. Die Nutzungsdauer ist beim Fahrzeug auf maximal 3 Jahre begrenzt. In Periode 0 schaffen wir uns das Auto für einen Preis von 300 Euro an, sodass wir Ausgaben in Höhe von 300 Euro tätigen. Der potenzielle Liquidationserlös, also der mögliche Verkaufserlös, beträgt in Periode 0 ebenfalls 300 Euro, da noch kein Wertverlust stattgefunden hat. In Periode T1 rechnen wir mit Hilfe des Investitionsobjektes mit Einnahmen in Höhe von 450 Euro und Ausgaben wie etwa Reparatur- und Wartungskosten in Höhe von 120 Euro. Der potenzielle Liquidationserlös ist auf 250 Euro gesunken. In Periode T2 kalkulieren wir mit Einnahmen in Höhe von 400 Euro und Ausgaben in Höhe von 150 Euro. Der potenzielle Liquidationserlös beträgt nur noch 200 Euro. In Periode T3 rechnen wir schließlich mit Einnahmen in Höhe von 420 Euro und Ausgaben in Höhe von 200 Euro. Der potenzielle Liquidationserlös wird auf nur noch 100 Euro geschätzt. Unser Kalkulationszinssatz beträgt 6%. Um die optimale Nutzungsdauer bestimmen zu können, nutzen wir das sogenannte iterative Verfahren. Das heißt, wir nähern uns der Lösung an, indem wir für jede Periode den Kapitalwert berechnen und schauen, bei welcher Nutzungsdauer der Kapitalwert des Investitionsobjektes maximal ist und somit die optimale Nutzungsdauer darstellt. Die Formel zur Berechnung des Kapitalwertes der jeweiligen Perioden lautet: maximaler Kapitalwert gleich minus I0, also die Anschaffungskosten der Investition, plus die Summe aus dem Periodenüberschuss, also Periodeneinnahmen minus Periodenausgaben, geteilt durch in Klammern 1 plus I hoch T für die verschiedenen Perioden, plus den abgezinsten Liquidationserlös, also Liquidationserlös geteilt durch in Klammern 1 plus I hoch N für die jeweilige Periode. Für Periode 1 erhalten wir also Kapitalwert der Periode gleich minus 300 Euro für die Anschaffungskosten plus 330 Euro für den Überschuss, Einnahmen minus Ausgaben, abgezinst mit dem Kalkulationszinssatz von 6%, um den Barwert des Überschusses zu erhalten, plus den potenziellen Liquidationserlös der Periode T1 von 250 Euro, wieder abgezinst mit dem Kalkulationszinssatz. Wir erhalten also einen Barwert des Überschusses, verrechnet mit der Anfangsausgabe, in Höhe von 11,32 Euro plus den Barwert des Liquidationserlöses in Höhe von 235,85 Euro, was einen Kapitalwert der Periode T1 von insgesamt 247,17 Euro ergibt. Nun berechnen wir den Kapitalwert der Periode T2 und erhalten Kapitalwert der Periode gleich minus 300 Euro Anfangsausgabe plus den abgezinsten Überschuss der Vorperiode T1, also 330 Euro, geteilt durch in Klammern 1 plus 0,06 hoch 1 plus den abgezinsten Überschuss der Periode T2, also 250 Euro, geteilt durch in Klammern 1 plus 0,06 hoch 2 und wieder addiert mit dem abgezinsten Liquidationserlös der Periode, also 200 Euro geteilt durch in Klammern 1 plus 0,06 hoch 2. Der Barwert der Überschüsse minus der Anfangsausgabe beträgt also 233,82 Euro und addiert mit dem Barwert des Liquidationserlöses in Höhe von 178 Euro ergibt einen Kapitalwert der Periode T2 in Höhe von 411,82 Euro. Weiter geht's mit Periode T3. Kapitalwert der Periode gleich
minus 300 Euro Anfangsausgabe plus den Überschüssen der beiden Vorperioden, also 330 Euro und 250 Euro, abgezinst mit dem Kalkulationszinssatz von 6%, addiert mit dem Barwert der Periode T3, also 220 Euro, geteilt durch in Klammern, 1 plus 0,06 hoch 3 und ebenfalls addiert mit dem Barwert des Liquidationserlöses der Periode, also 100 Euro, geteilt durch in Klammern, 1 plus 0,6 hoch 3. Für den Barwert der Überschüsse minus der Anfangsausgabe von 300 Euro erhalten wir also 418,54 Euro. Addiert mit dem Barwert des Liquidationserlöses in Höhe von 83,96 Euro erhalten wir schließlich einen Kapitalwert der Periode T3 in Höhe von 502,50 Euro. Wir erkennen also, dass der Kapitalwert in Periode T3 mit 502,50 Euro am höchsten ist. Die optimale Nutzungsdauer des Pizza-Lieferfahrzeuges beträgt also 3 Jahre. Wir setzen die Investition also mit 3 Jahren an, um den maximalen Kapitalwert zu realisieren. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der optimalen Nutzungsdauer zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung oder ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.